Aber er ist unangenehm. Ihn dabei. Aber es ist unangenehm, ihn. Aber es ist unangenehm, unangenehm, ihm dabei zuzu. Ich fang nochmal an. Wirklich, tut mir leid. Hm. Dieses Spiel verdient eigentlich keinen besoffenen Menschen. Es tut mir leid. Der Mann runzelt die Stirn, aber seine Augenbrauen gehen nach oben in ein umgekehrtes V, wodurch ein bizarrer Ausdruck entsteht. Du hast keine Ahnung, wie er diesen Gesichtsausdruck hinbekommen hat, aber es ist unangenehm, ihn dabei zu beobachten, wie er seine Gesichtsmuskeln sich in ein neues Muster legen. Du kannst nicht sagen, ob er wütend, neugierig oder beides oder keins von beiden ist. Eines Küssen sprechen ein Mann, antworten wolle das Herz einer Waldfrau. Was? Oder? Am Kuss einer Frau erkennst du ihr Herz, doch die Antwort drauf ist, was du willst. Also gut, aber du solltest wissen, meine Antwort ist eine Frage und eine Antwort von dir ist, was ich will. Wow. Gut, meine Weisheit, glaube ich, macht sich mittlerweile bezahlt. Babobobobob. Der Mann scheint vom Klang deiner Stimme fasziniert. Bei jedem Wort, das du sprichst, flackert in seinen Augen ein Licht auf. Bellender Wilder bin ich. Ich bin. Wollen Reihenfrage, darfst du, darfst? Du kannst und ich werde. Wer oder was bist du? Oder ich suche nach einem Mann mit einem Namen Farod. Oder ich suche, nein, das erste. Du kannst und ich werde. Wer oder was? Blablabla. Chaos. Chaos. Er stottert das Wort hervor, als ob er Schwierigkeiten hat, es auszusprechen. Manche sagen Xausitekten. Ich sage Netektlisoax. Chaosmänner. Männer, nein, Rennen, nein, Männer, ja. Drei Nasen machen ein, ja. Er kauert sich auf seinen Knien nieder und beginnt vor und zurück zu winken, wobei er in einem kindlichen Sopran singt. Chaoten, Chaoten, hopp, hopp, heim, ein Bund ist es, doch wir sind allein. Na, 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 ich trinke einen Schluck Eistee. So. Du bist also einer der Chaoten. Gut. Ich hätte noch ein paar Fragen. Er klatscht begeistert in die Hände wie ein Kind im Zirkus und schreit dann heulend: Nefrage! Nefrage! Weicht dieser Frage nicht aus. Gehörst du zu den Chaoten? Chaos! Achso, schon wieder. Okay, egal. Kann ich mich den Chaoten anschließen? Nein, ich bin doch gerade den Staubmenschen. Staub. Ich will doch den Staubmenschen beitreten. Egal. Ich suche nach einem Mann namens Farod. Hast du mal von ihm gehört? Bellender Wilder zuckt mit den Schultern und antwortet dann in einem Gesang. Verschankt! Nicht her, nicht schankt! Verloren nicht, helfe nicht! Er knurrt sich selbst an, als ob er so seinen Hals frei möchte. Er knurrt sich selbst an, als ob er so seinen Hals frei machen möchte. Vielleicht verlierst du ihn erst. Dann fragst du mich. Dann Chance wird es sein. Um ihn zu verlieren, muss ich ihn zuerst finden. Ich hätte noch ein paar Fragen. Er klatscht begeistert, bla bla bla. Ich suche nach einem verloren gegangenen Journal. Weißt du, wo ich eins finden könnte? Wie viele Erfahrungspunkte? Nochmal kurz. 1000 vom Bellender Wilder. Er sieht so aus, als wolle er widersprechen. Dann schnellt jedoch plötzlich seine linke Faust hoch und schlägt ihm gegen die Schläfe. Er jault vor Schmerz, verstummt unvermittelt und blinzelt. Eins ist in deinem Gästezimmer in der Halle des Sinnesaten. Und eins, ein anderes, ist in den Mauern einer Gruft unter der Stadt versiegelt. Die anderen sind... Bevor er weitersprechen kann, kommt seine rechte Faust hochgeschnellt und schlägt ihm ins Gesicht, so dass er wieder jault. Er blinzelt und schüttelt einen Moment lang den Kopf, als ob er über sich selbst überrascht ist und lächelt dann unbehaglich. Kannst du mir sagen, wo wenigstens eins von ihnen ist? Buch auf den neuesten Stand gebracht.
Er sieht so aus, als wolle er widersprechen. Dann schnellt jedoch plötzlich seine linke Faust hoch und schlägt ihm gegen die Schläfe. Er jault vor Schmerz, verstummt und ver... Eins ist in dem Sch... Achso, gut. Also jetzt so eigentlich nochmal derselbe Effekt, was mit ihm passiert ist. Er will sagen, dann verstummt er und dann kommt seine Faust... Eins ist in einem Schrank in deinem Gästezimmer in der Halle der Eisenesaten, Sinsaten. Und dein anderes ist tief unter der Stadt in den Mauern einer Gruft versiegelt, wo die Steine weinen. Die anderen sind... Bevor er weitersprechen kann, kommt seine rechte Faust hochgeschnellt und schlägt ihm ins Gesicht, sodass er wieder jault. Er blinzelt und schüttelt einen Moment lang den Kopf, als ob er über sich selbst überrascht ist, und lächelt dann unbehaglich. Halle der Sensaten? Wo ist die? Bellender Wilder hält seine Hände hoch. Er scheint sich nicht daran zu erinnern, was er gerade gesagt hat. Du hast gesagt, dass eins in einem Sarkophag unter der Stadt liege. Wo? Bellender Wilder sieht einen Moment lang verängstigt aus. Dann zeigt er in einer hoffnungsvollen Geste nach oben. Da? Er schluckt. Er scheint es nicht zu wissen. Aus irgendeinem Grund glaubst du ihm. Okay. Wo sind die anderen Journale, von denen du Wo sind die anderen Journale, von denen du gesprochen hast? Bellender Wilder zuckt mit den Schultern und beobachtet dich misstrauisch. Woanders vielleicht? Er schluckt. Ich hatte noch eine andere Frage, weißt du? Mhm. Gut, haben wir alles, oder? Jo. Bye bye, Baby. Oh, Morte. Ich muss erstmal Morte. Hey, Meister. Tja, da haben wir einen Baum, dem ein Ast so viel abgebrochen ist. Morte rollt die Augen. Hat gar keinen Zweck, mit Xaositeken zu... Xaositeken... Nein. Xaositekten. Hä? Xaositekten. Ja doch. Nochmal. Tja, da haben wir einen Baum, dem ein Ast zu viel abgebrochen ist. Morte rollt mit den Augen. Hat gar keinen Zweck, mit Xaositekten zu plaudern, Meister. Das ist ein völlig verrückter Haufen. Wer sind die Xaositekten nochmal? Das ist ein Bund, ganz ohne Regeln. Außer keinen Gedanken zu lange im Kopf zu behalten. Manchmal werden sie auch Chaoten genannt. Warum, muss ich wohl nicht erst erklären. Wir rekrutieren sie neue Mitglieder. Sie scheinen einfach Mitglieder wie die Fliegen anzulocken. Naja, Mitglieder, die verrückt oder einfach chaotisch genug sind, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass die Leute haben... Ich glaube nicht, dass die Leute haben, die extra rekrutieren, obwohl es nicht so einfach ist, sich bei denen über irgendetwas ganz sicher zu sein. Ich verstehe. Vielen Dank für deine Information. Verdammt. Leute. Oh, verdammt, ich kriege gerade einen leichten Schluck auf. Obwohl ich noch nicht mal teilweise angetrunken bin. Oder vielleicht doch, aber ich bemerke es noch nicht richtig, weil ich... Halt, scheiße, hier Let's Plays machen. Hier ist ein Sammler. Okay, wir sprechen noch den Sammler an, bevor ich hier aufhöre. Scheiße. Dieser Mann ist ein... Okay, ich trinke noch einen Schluck. Ich muss erstmal das Lech alle machen. Oder das Loch, Lech. Dieser Mann ist in eine schmutzige, zerlumpte, braune Robe gehüllt. Nein, gehüllt. Dieser Mann ist in eine schmutzige, zerlumpte, braune Robe gehüllt. Eine lange Kapuze verdeckt fast sein ganzes Gesicht. Sei gegrüßt. Du siehst, wie sich seine Augen unter seiner Kapuze... Du siehst, wie sich... Hallo! Du siehst, wie sich seine Augen unter der Kapuze... Nein, nochmal. Du siehst, wie sich seine Augen unter seiner Kapuze verengen. Und er tritt einen Schritt zurück. Was bist du? Was machst du da? Ich such nach ein paar verdammten Leichen. Das versuche ich zumindest. Aber man könnte meinen, die Totenmächte hätten ihr Zeug gepackt und die Ebenen verlassen. So wie die Leute gesund bleiben und so. Seine Augen leuchten plötzlich. Letzten Monat hatten wir die Pocken hier. Das war eine tolle Zeit, wirklich. Zum Himmel stinkende Leichen doch viel Klimper zu holen. Warum suchst du nach Leichen? Er wirkt überrascht.
Na, du schweifst die Knochengröße zur Leichenhalle, da redest du mit dem Staubi, tanzt ein bisschen und kriegst ein bisschen Klimper. Warum kaufen die Staubmenschen die Leichen? Sie sammeln die Toten. Das ist ihr Job. Sie bezahlen.